Des Gebäudes A5.4 entsteht das neue Campus Center der Universität Saarbrücken. Auf dem ehemaligen Parkplatz soll ein zweigeschossiges Gebäude gebaut werden. Das Campus Center soll den Campus funktional wie baulich als neuer Mittelpunkt dienen. Es integriert verschiedene Beratungseinrichtungen, studentische Arbeitsräume, das Auslandsamt sowie Einzelhandelsflächen. Neben dem Neubau des Campus-Centers werden die leicht maroden Gebäude A4.1 und A4.2 kernsaniert. Durch die Baumaßnahme ist der Forumsplatz zwischen den Gebäuden A4.2, A4.1 und den Bushaltestellen vor der Wiese zum AC komplett gesperrt. Hiervon betroffen sind die Straßen, die Gehwege und die Parkplätze in diesem Bereich. Der andauernde Baustellenlärm ist gerade bei warmen Temperaturen keine angenehme Geräuschkulisse. Arbeiten und Lernen wird so zur Zerreißprobe. Mich nervt das schon ganz schön, der Baustellenlärm. Ja, gerade wenn man draußen sitzt und noch was lernen muss oder lesen muss für die Uni. Die Wege sind weit zum Bus. Ja, genau. Oft verpasst man es noch. Zur Sulb muss man auch einen halben Kilometer laufen, also es ist einfach eine riesengroße Baustelle. Es ist ja nicht nur diese eine Baustelle, es sind ja auch überall, wo überall gewerkelt wird. Das stört. Tja, schaffe Häuslebau. Die Baustelle nervt schon, weil es einfach zu lange dauert. Die Bushaltestelle, die ist auch verlegt worden. Das heißt, der Weg ist jetzt noch weiter. Ich muss immer hinten ins Gebäude. Und wenn es so lange ist, dann ist es schon nervig. Ansonsten, wenn es nur vorübergehend ist, finde ich das okay. Das neue Campus Center wird rund 3,8 Millionen Euro kosten und soll im Januar 2010 eröffnet werden. Laut AStA sieht das Finanzkonzept einen Kredit über 15 Jahre vor. Jährlich sollen davon 110.000 aus den Studiengebühren getilgt werden. In dem Gebäude sollen die Studierenden alle wichtigen Einrichtungen vorfinden, so zum Beispiel die Studienberatung, das Fernstudienzentrum, der Infopoint, der Unishop, das Kartenbüro für die UDS-Cards und die psychologisch-psychotherapeutische Beratungsstelle in dem Gebäude. Kulturräume und Bankfiliale sollen die Studenten rundum glücklich machen. So viel zu der Baustelle des neuen Campus Centers hier vor Gebäude A54. Wir freuen uns schon auf den Campus Center, wenn er denn soweit fertiggestellt ist und den Studierenden zur Verfügung steht. Auch ansonsten wird ja relativ viel hier am Saarbrücker Campus und auf dem Saarbrücker Campus gebaut. Man denke nur beispielsweise an die großen Baumaßnahmen an der Bibliothek, aber auch unten im Bereich der Informatik am Stuhlsatzenhausweg sind Lager, Kräne und so weiter am Werken und Werkeln. Und wir werden mit OrgaTV eine neue Serie jetzt starten mit dieser Woche und sukzessive diese ganzen Baustellen hier auf dem Campus einmal beleuchten von einer bisschen anderen Perspektive. Was entsteht da überhaupt? Was wird gebaut? Wie nehmen das die unmittelbaren Nachbarn der Baustelle wahr? Etc. Also neue Serie bei OrgaTV. Es wird gebaut auf dem Campus. Was haben wir als nächstes im Programm? Es gibt ja nicht nur OrgaTV als Uni-Fernsehen, sondern wir hatten ja auch eine Zeit lang hier am Saarbrücker Campus Uni-Radio. Und inzwischen gibt es mit Unser Ding, dem jugendlichen Sender hier im Saarland, ein neues Uni-Radio, das sogenannte Studio-Radio.
Das Studioradio ist also von unser Ding, wird auf dem Hallberg produziert. Und was man sonst alles noch bei unser Ding lernen kann, welche Möglichkeiten es hinsichtlich Praktika oder Ausbildungen etc. gibt, das verrät uns Julia Ahrweiler in ihrem Interview der Woche. Also Interview der Woche mit unser Ding-Redakteur Chris Wagner. Film ab. Hallo Chris, du studierst Wirtschaftsinformatik und arbeitest nebenher beim SR für den Radiosender Unser Ding und SR1. Wie bist du zum Radio gekommen? Das war damals im Jahre 99, als Unser Ding gerade auf Sendung gegangen ist. Ich habe die zufällig eingeschaltet im Radio und dachte mir, Mensch, boah, das ist frische, knackige, neue Musik. Ich war total begeistert und habe mir einfach nur gedacht, da würde ich gern arbeiten und habe einfach mal eine Bewerbung hingeschickt. Die haben mich dann zum Casting eingeladen und ich hatte Glück, es hat geklappt. Haben gesagt, ja, du kannst mal öfter was für uns machen. Dann hat man mir ein Aufnahmegerät in die Hand gedrückt und gesagt, so, geh mal da auf das Schulkonzert, machst du mal einen Beitrag drüber. Ja, das war dann auch ganz witzig. Am Anfang hat man da schon so ein bisschen Angst gehabt, hat viel zu viel aufgenommen, viel zu viel Material gesammelt. Hat ewig lange auf der Schnittbank gesessen, bis man dann einen brauchbaren Beitrag zusammen hatte. Aber das hat dann doch einigermaßen geklappt. Und so bin ich dann bei Unser Ding in die Rolle zuerst als Reporter reingewachsen, später dann Moderation und Nachrichten. Der SR ist einer der wenigen Arbeitgeber im Bereich Medien in Saarland. Wie sind die Berufsaussichten für Studenten oder Absolventen beim SR? Beim Saarländischen Rundfunk gibt es halt erstmal den Vorteil, dass dort sehr viele Studenten schon arbeiten. Man hat also schon die Möglichkeit, während des Studiums Erfahrungen in der Medienbranche zu sammeln. Die Aussichtschancen sind, denke ich mal, für Studenten, die ein Studium abgeschlossen haben, relativ gut. Klassischerweise bewirbt man sich dann beim Saarländischen Rundfunk auf ein Volontariat. Das ist sozusagen eine Redakteursausbildung, die auf freiwilliger Basis ein Jahr stattfindet. Dort durchläuft man dann alle Redaktionen und darf sich danach dann sozusagen als Medienfachmann schimpfen. Werden die studentischen Mitarbeiter intern vom SR gefördert und weitergebildet? Bei Unser Ding schaut es so aus, dass wir mehrmals im Jahr Workshops machen, wo externe Experten dann uns schulen in Sachen, wie mache ich Radio, wie schreibe ich Meldungen, welche Meldungen sind interessant, wie sprechen wir unsere Zielgruppe an. Dort werden wir also weitergebildet. Außerdem bietet der SR natürlich als Mitglied der ARD bundesweit Seminare an, an denen wir auch teilnehmen können. Was sind deine Aufgaben beim SR1 und Unser Ding? Bei Unser Ding bin ich hauptsächlich in der Nachrichtenredaktion tätig. Dort schreibe ich Meldungen und darf sie auch präsentieren. Bei SR1 arbeite ich für die Sendung Der Morgen im Saarland, mache dort morgens früh in der ersten Stunde die Moderation und dann morgens ab 6 Uhr bis 9 Uhr die Präsentation der Verkehrsnachrichten. Musst du viel Eigenverantwortung leisten bei deinem Job? In puncto Eigenverantwortung schaut es erstmal so aus, dass der Nachrichtenredakteur bei Unser Ding Zugriff auf die eingekauften Agenturen des Saarländischen Rundfunks hat und dort seine Meldungen selbst auswählt, sie zielgruppengerecht auswählt. Also würde ich schon sagen, dass man für studentische Mitarbeiter dort sehr viel Eigenverantwortung möglich gemacht hat. Könntest du dir vorstellen, nach deinem Studium beim Radio zu bleiben? Was mich total fasziniert hat in den letzten Jahren ist, wie man bei Unser Ding und bei SR1 die Möglichkeit bekommen hat, aktuell zu arbeiten. Also man hat ein neues Gespür für das Wort aktuell bekommen. Man muss halt auch einfach so sehen, Radio ist und bleibt wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre das aktuellste Medium, auch in Zeiten des Internets, weil man erreicht einfach viel schneller einen viel größeren Kreis von Menschen. Viele hören im Autoradio, zu Hause. Radio ist einfach öfter verfügbarer als Internet. Also Radio wäre durchaus eine Wahl, finde ich sehr interessant. Ich habe jetzt gerade mein Bachelorstudium beendet, bin im Masterstudium und kann das, glaube ich, noch nicht so genau sagen. Der SR produziert das Uniradio Studio. Erzähl uns was darüber. Bundesweit gibt es im Deutschlandfunk schon die Sendung Campus und Karriere, eine Sendung für Studenten, die studentische Themen behandelt. Sowas fehlte bislang immer noch im Saarland, eine Sendung für Studenten, die regionalen Bezug auf das Saarland hat. Und wir wollen in Unser Ding Studio Themen behandeln, die Studenten interessieren. Das geht los von der Wohnungssuche in der Stadt bis hin zu, wie schreibe ich die nächste Klausur, wie schaffe ich es, dass ich keine Prüfungsangst habe. Alle Themen, die einfach Studenten angehen. In Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Universität des Saarlandes wird diese Sendung einmal pro Woche produziert und ist ab 17:45 immer auf Unser Ding zu hören sonntags.
Also, ihr habt es gehört, Studio, die Sendung mit den Themen für Studenten, immer sonntags 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr auf unser Ding. Themenwechsel. Und zwar kommen wir, wie jede Woche, zu OrgaTV-Vodcast. OrgaTV stellt jede Woche eine neue Webseite oder eine neue Anwendung aus dem Bereich Web 2.0 oder Social Communities vor. Unsere Kollegin Caroline Jorczyk war mal wieder im Netz unterwegs und hat was ganz Spezielles gefunden. Und zwar Karaoke. Karaoke wird ja immer beliebter, seit es die Spielekonsolen gibt, ob insbesondere auf der PS2, auf der Sony-Konsole oder auch auf der PS3 inzwischen. Alle spielen SingStar. Und so etwas Ähnliches gibt es jetzt auch als Anwendung im Internet. Nämlich unter www.talentrun gibt es Singspaß im Internet. Und was sich genau dahinter verbirgt, das stellt Caroline jetzt im OrgaTV-Podcast vor. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen OrgaTV-Vodcast aus der Universität des Saarlandes. Nachdem wir euch in der Vergangenheit unzählige Shopping-Communities oder auch soziale Netzwerke vorgestellt haben, habe ich heute ein ganz besonderes Schmankerl für die Karaoke-Fans unter euch. Denn wer genauso gerne singt, wie ich das tue und dies am liebsten den ganzen Tag macht, der kann auf www.talentrun.com der Welt sein Können oder aber auch Nicht-Können zum Besten geben. Ohne Spielekonsole, aber dafür mit Computer, Internetverbindung und Mikrofon eröffnet das Web 2.0 auf www.talentrun.com euch die Möglichkeit, ein SingStar zu werden. In dem 2007 gegründeten Online-Netzwerk können schräge, tiefe und auch richtige Töne in die Web 2.0-Welt herausgeschrien werden. Bei einer Auswahl von über 1400 Karaoke-Hits findet sich sicherlich für jeden der passende Song. Anschließend könnt ihr euren Lieblingssong aufnehmen und andere User euren Auftritt bewerten und kommentieren lassen. Wem das noch nicht reicht, der kann an einem der Contests teilnehmen, die Talentrun regelmäßig anbietet. Auf dieser Plattform ist es einfach, Gleichgesinnte zu finden, die euer Hobby mit euch teilen oder im besten Fall ein Karaoke-Duett mit euch aufnehmen. Der Duettpartner sollte aber wohl überlegt ausgesucht werden, denn schließlich geht es bei Talentrun auch darum, eine Fangemeinde aufzubauen und zu vergrößern. Das klingt doch nach jeder Menge Spaß in heimischen Wohnzimmern, WGs oder auch Schlafzimmern. Denn jeder weiß, dass Karaoke-Singen ja mittlerweile auf jeder Party ein absoluter Renner ist. Und jetzt geht das Ganze also auch noch ohne Spielekonsole. Bleibt mir also nur noch zu sagen, wer keine Webcam hat, sollte sich möglichst schnell eine besorgen. Denn zu einem schönen Gesang gehört doch auch immer eine richtig heiße kreative Performance. Also werdet die nächsten Talentrunner in diesem Jahr. Ich freue mich schon drauf, euch dort zu sehen und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt mir treu. Tschüss. Ja, also www.talentrun.com. Ich bin vor allem gespannt, wann wir Caroline Jorczyk da zum ersten Mal bewundern können. Ansonsten schickt uns sofort eine Meldung, wenn ihr euch angemeldet habt, wenn ihr da zu bewundern seid. Dann wollen wir mal schauen, vielleicht können wir das auch irgendwie hier mal in der Sendung zeigen, Saarbrücker Studenten beim Karaoke singen. Gut, was bleibt mir noch zu sagen? Zum einen, heute Abend gibt es ja Fußball, UEFA-Pokalfinale mit Werder Bremen. Also alle Fußballfans werden sicher sich diesen Termin im Kalender inzwischen vermerkt haben und schon gespannt sein auf den Anstoß. Wen Fußball nicht interessiert, dem kann ich etwas hier auch wieder direkt gegenüber des Gebäudes empfehlen. Hier auf der AC-Wiese, inoffiziell heißt es AC-Wiese, hier auf dem Campus gibt es nämlich ein Festival Culture au Soleil. Ich habe gesehen, es gibt Live-Musik, die haben auch schon ein bisschen angefangen. Das läuft auch mit Sicherheit den ganzen Abend. Also wer sich noch bei diesem schönen Wetter noch ein bisschen Live-Musik anhören möchte, der kommt zum Unicampus und schaut sich ein bisschen um. Festival Culture au Soleil, Live-Musik und natürlich für Getränke und so weiter. Und Spaß ist gesorgt. Ansonsten, klar, nächster Termin für OrgaTV ist am Freitag der neue Vodcast. Und dann natürlich nächste Woche Mittwoch 18.18 Uhr wieder OrgaTV live hier aus dem Studio. Dann geht es insbesondere ums Europa-Institut. Bis nächste Woche. Tschüss.